wir schon? Sind wir schon? Ja. Okay, ja, dann. Ja. Intro, ne? Ja, das müssen wir jetzt machen. Je nach Intro. Logisch gesehen, okay. Hallo. Hi. Hä? Keine Ahnung. Das waren zwei Wörter. Scheiße. Herzlich willkommen zu diesem neuen tollen Format. Hä? Keine Ahnung. Das waren wieder zwei Wörter. Oh mein Gott. Wir haben aber das jetzt schon zweimal gemacht. Wollen wir es nochmal machen? Hallo. Hi. Hä? Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute Kiss Pregnanto. Das ist schwanger. 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 Wir sind bereit. Dagi, Bibi und Pamela Reif. Kennst du wen davon persönlich? Ich kenne Dagi und Bibi so ein bisschen. Pamela kenne ich nicht. Okay. Dementsprechend würde ich, glaube ich, die umbringen. Ja. Hinterlistig mit ja, Messer die würde mir auch, ne, die ganze Zeit zu viel Sport, oh, machen. Die Kehle, und dann würde ich die ganze Zeit das Gefühl haben, ich muss auch Sport machen. Boah, weißt das du, wäre voll anstrengend. Also, die sind ja beide schon Mama, ne? Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, aber. Wer, Dagi? Dagi ist Mama und Bibi ist auch Mama. Das wusste ich gar nicht. Hä? Bibi ist aber schon zweifache Mama. Dementsprechend hat die mehr Erfahrung. Deswegen würde ich, glaube ich, sagen, dass ich sie schwängern würde. Und Dagi, was nochmal das andere? Küssen. Ja, Dagi küsse ich doch. Frage? Du schwängerst sie oder sie schwängert dich? Ich sie. Ich habe jetzt noch keine Schwanger. Okay. Die hat ja Erfahrung. Okay, Maxi, Hugo, Revi und Powerplatte. Es ist eigentlich gar nicht so schwer, weil ich mag alle. Dann ist es aber doch schwer, wen du umbringst, oder nicht? Ja, doch, jetzt hast du mich. Nee, also ich würde ganz ehrlich sagen, ich glaube, Revi hat am meisten Geld. Ich glaube, den würde ich vielleicht deswegen heiraten, weil dann habe ich ausgesorgt. Du musst aber niemanden heiraten. Du musst nur schwängern. Aber schwängern, das ist auch was, was dich sehr stark an die Person bindet. Ja, noch das mehr. Ist wie heiraten eigentlich. Nur würde ich schlimmer. Auch machen an deiner Stelle. Ich glaube, ich würde Hugo umbringen. Warum? Geküsst habe ich ihn schon mal. Nee, ich nicht, glaube, ob ich Kinder haben möchte, die dunkel sagen. Also nicht böse gemeint, aber... Revi auch schnell küssen. Ich würde Revi halt schwängern. Dann würdest du Papa Platte küssen. Einen ordentlichen süßen Kuss geben. Das habe ich noch nicht gemacht. Zunge? Nein. Nein? Rezo, Ju und Joey. Doch nicht. Boah, bist du asozial? Ja. Was? Das war's mit dir. Was? Oh nee, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Oh nein. Mhm. Auf wen würdest du schwängern? Alter, crazy. Joey? Naja, die würden mich schwängern ja eigentlich. Ja, stimmt. In dem Spiel kannst du sie auch schwängern. Ach so. Ja. Wenn du willst. Ja, dann will ich ja immer die anderen schwängern. Ja, okay, pass auf. Wen würdest du eher küssen wollen? Du oder Rezo? Nee, das wäre auch weird. Ausschusshoppern. Warum steht Joey nicht zur Wahl? Ich dachte, du willst ihn schwängern. Ich kann niemanden von denen umbringen. Mit Joey habe ich einen Podcast. Dann müsste ich den alleine machen. Dann und mit Ju bin ich ja voll viel bei seinen Hauptkanal-Videos dabei. Ja, du darfst dann und die mitmachen. Würden dann auch weg sein. Aber Rezo will ich auch nicht umbringen. Ja, nee, ich muss Joey auf jeden Fall schwängern, weil das würde unser Bond noch mehr bonden. Willst du eine Münze werfen? Was glaubst du? Ja, Kopf ist Rezo. Umbringen oder küssen? Ach so. Ja, das musst du ja auch, ich guck jetzt, wen ich umbringe. Okay, Ju ist Zahl. Kopf. Was hab ich gesagt nochmal? Kopf ist Rezo. Oh nee, da muss ich Rezo umbringen. Ja, anscheinend. Und Ju küssen. Dieser Blick. Maxi. Ja. Gnu, Reefed und Nadine Dreati. Mit der warst schon mal auf dem Date, ne? Ja, mit wem denn? Was denn? Pass auf, ich fange mit Gnu an, okay? Weil Gnu ist halt so für mich so wie so eine Schwester. Ich wollte Mom eigentlich sagen. Mutter. Ja, weil okay. Schwester passt. Reef wäre eher so Schwester. Okay, pass auf, ich mach's so. Reef küssen. Gnu schwängert mich und Nadine bringe ich um. Lassen wir mal so stehen. Okay. Jetzt wird's bestimmt wieder asozial. Ja, denke ich auch. Asozial kann ich nicht werden. Nö. Nö. Nö, warst du überhaupt gar nicht schon. Willi, Sydney und Elias. Das sind so Streamer, ne? Ich kenne die, die kennt keine Streamer. Ich kann die auch andere geben. Okay, Willi. Nee, warte, Willi ist doch der mit den Locken. Noch professionell Fußballspieler. Der Fußballer, genau. Ja. Oh, dann hat der viel Geld. Ah, nee, warte mal, Elias hat mehr Geld, oder? Ja, also okay. Ich glaube, Elias hat am meisten Geld. Wo spielt denn der Willi? Nürnberg aktuell, zweite ja. Mannschaft. Ah, nee, dann egal. Dann ihn umbringen, oder was? Nein. Warte, Willi, Elias und wer war der dritte? Sydney. Den kenne ich wirklich nicht. Ex-Fußballer, Ausstreamer, ja. Das ist eine Dreikonstellation, das sind so Best Friends. Gut, den kenne ich gar nicht, dann kann ich ihn easy umbringen. Ja gut, dann schwänger ich Elias und den Willi, den küsse ich dann. Ja, weil ich habe keinen Bezug zu allen. Und der eine hat nur Geld, dementsprechend. Die haben alle Geld. Ja, aber mehr. Aber der hat eine Freundin, ne? Ich will das Familienglück nicht stören. Stell dir mal vor, der will ein Kind mit ihr bekommen, weißt du? Und dann kommst du halt einfach dazwischen und sagst, nee, ja, ich schwängere. Ja, voll jetzt. Kacke. Ja, nee, ich mach's andersrum. Also Sydney heiraten. Nee, warte nee, mal. Der... Schwänger.
hat der Willi da? Maxi. Ja. Trimax, Amma und Mickey. Klingt jetzt wieder so, als wäre das relativ einfach. Es ist auch relativ. Also guck mal, das Ding ist halt, am Ende des Tages habe ich mit allen gar nicht so viel zu tun. Am liebsten zu mir war eigentlich immer, glaube ich, Amma. Amma war immer so ganz lieber und hat sich so ein bisschen um mich gekümmert. Trimax nicht, der ist doch auch total lieb. Nee, also jedes Mal, wenn ich irgendwie Trimax getroffen habe, war ja seine Probleme war halt immer ein bisschen höher. Ach so. Nein, ich habe nichts gegen Trimax oder irgendjemanden da, aber ich glaube, ich würde Trimax umbringen, falls ich es schaffe. Wahrscheinlich bringt er mich zuerst um und dann würde ich wahrscheinlich Amma schwängern. Ich lasse mich von ihnen schwängern. Warum willst du dich immer schwängern lassen? Keine Ahnung, da kann er in der Zeit arbeiten, ich kann es draußen chillen. Ey, du kriegst Schweißausbrüche, die ist immer schlecht. Du hast komische Sachen, die du essen willst. Deins wird jetzt interessant. Och. Ich kann den Namen von deinem Tanzpartner nicht aussprechen. Jolt. Joachim Lambi und Jorge González. Mann! Okay, Jolt werde ich auf jeden Fall schwängern, weil ich glaube, der wäre ein richtig guter Papa und ich habe den sehr gern. Eure Kinder könnten richtig krass tanzen. Ja. Jorge küssen und Joachim Lambi würde ich umbringen. Das war aber auf ganz nette Art und Weise, weil der war also immer mit super so Kissen nett aufs Gesicht. So? Ja, es wird lange dauern, oder dann? Okay. Ist auch egal, hä? Ist gar nicht wichtig, wie man darum ging's gar nicht, ich will niemanden umbringen. Ju, Rezo und Julia. Oh, das ist ja so asozial. Du kennst mich halt seit einer Stunde, aber ich sitze neben dir. Das ist super kacke, ich kann sie jetzt eigentlich nicht umbringen. Was? Schwängern wäre aber auch weird. Und küssen wir jetzt auch weird. Wäre alles weird. Ja, super, cool. Ich kann aber Ju und Rezo nicht umbringen, ich kenne die schon so lange. Und geküsst habe ich Rezo schon ein paar Mal. Das ist voll kacke gerade, ich kann nicht... Ey, weißt du, es wäre okay, wenn du mich umbringst. Ja, wäre es wirklich okay? Ich würde dich halt zurück umbringen. Dann wären wir beide tot. Dann schwängere ich. Dann wäre ich geschwängert von Rezo. Okay. Und du bist dann... tot. Hm? Aber du halt auch. Gut, dann war es wahrscheinlich das letzte Video, was wir zusammen machen, ne? Ja. Julia, dein Trio kann sich rächen. Echt jetzt? Maxi. Tot. Revi und Herr Anwalt. Boah. Ich muss jetzt so gucken, wen ich küsse und wen ich schwänger. Ich bin ja tot, ich darf eigentlich gar nicht mehr reden. Stimmt. Ich bin auch schon tot, ich kann auch gar nicht mehr reden. Oh, du musst das Video leider abbrechen. Oh. Du hast vorhin gesagt, Revi hat viel Geld. Herr Anwalt ist aber bestimmt ein super Anwalt. Wenn du irgendjemanden umbringst und du brauchst einen Anwalt, ist er dein Typ wahrscheinlich. Ich kenne Herr Anwalt länger, aber ich kenne Revi besser. Kennst du Herr Anwalt länger als Revi? Ja, viel länger. Ja, gut, dann würde ich Herr Anwalt küssen und Herr Revi. Herr Revi würde ich schwängern. Der wird geschwängert. Maxi, dein Trio ist Tanzverbot, Unge und Need to Know. Unge... Weil witzig, dass du nur reden kannst, du bist ja tot. Naja, du auch. Ich würde Unge schwängern. Warum? Weil Unge sowieso ein Bär ist, weißt du? Dann würde ich, glaube ich, würde Tanzi umbringen. Liebevoll umbringen. Mit einem Kuss noch dazu. Du könntest ihn auch mit einem Kuss umbringen, indem er einfach nicht mehr atmen kann. Du kannst ihm die Nase zuhalten und ihn dann küssen. Und wie soll ich atmen in der Zeit? Ah, mit der Nase, ne? Ach, nee, ja. Hältst deinen auch zu. Ich hab so. Da sind die beide tot. Schon wieder. Julia, dein Trio ist Trimax, Knossi und Monte. Ist einfach, ne? Scheiß auf Monte, töt ihn. Knossi würde ich... Ich kenne Knossi halt am besten auf jeden Fall und ich mag Knossi sehr gerne. Knossi würde ich einen Knutscher geben. Monte und Trimax kenne ich halt beide nicht. Trimax kann nicht schon wieder umgebracht werden. Er kann schon, er ist doch zweimal tot. Das finde ich auch total gemein. Nee, dann... Töte doch Monte. Oh, das ist aber auch gemein. Ja, okay. Ja, ist alles gemein. Ja, okay. Ja, also Monte tot? Ja, tut mir leid. Warte, kriegt jetzt Knossi ein Kind? Nein, Trimax. Wieso eigentlich? Ich kenne den gar nicht. Nee, lass ich tauschen. Okay. Ich will, dass Knossi das Kind kriegt. Maxi, ja. Dein Trio. Lara, Phoebe und Shirley. Phoebe ist minderjährig. Nicht mehr. 18 geworden. Scheiße, ich dachte, ich kann das als Ausrede benutzen, um sie umzubringen auf easy. Ich glaube, ich würde Shirley Kuss auf die Wange geben. Wie langweilig wir geworden sind. Hey, warum? Mach mal rum mit ihr. Du hast dann angefangen. Das Küssen wird rummachen. Ja, komplett. Ich glaube, ich würde Phoebe umbringen. Nicht, weil sie uncool oder so ist, aber ja. Halt schon. Oder was? Ich kenne nur Phoebe von... Nee, ich kenne nur Shirley. Dann bringst du sie um! Okay, ich bringe sie da rum. Okay. Okay. Dann kriegt Shirley immer noch einen Kuss. Dann warte mal, das schwängert sich ja... Phoebe, dann, genau. Nee, ich schwängere nicht Phoebe. Phoebe schwängert nicht, du bist nicht so gut. Du schwängerst Phoebe. Julia, dein letztes Trio ist... Papa Platte, Hugo und Reef. Papa Platte finde ich sehr sympathisch. Dem gebe ich mein Kind. Das ging schnell. Gebe ich einen Kuss, weil die mag ich auch. Und Hugo kenne ich nicht. Ja, okay. Es ist Ja. Okay. Ja. Maxi, dein letztes Trio wird sehr persönlich. Warum? Oh, du bist dabei. Ja. Ah, oh. Fufu. Oh, ja. Pien, also ich. Und
Fix. Ja gut, er begleitet mich seit der 6. Klasse. Wenn ich ihn jetzt umbringe, dann macht er wahrscheinlich die Kamera und so alles kaputt davor noch. Der verriecht aus, das kann ich nicht machen. Nee. Aber ich kann auch nicht küssen eigentlich, weil dann würde er mich umbringen. Würde ich ihn schwängern oder würde er mich schwängern, würde er mich auch umbringen. Also am Ende des Tages kann ich ihn entweder umbringen oder ich werde sterben. Das ist halt einfach die Schlussfolgerung, nicht gerade hier ziehe. Ah, okay, dann würde ich ihn aber umbringen. Voll schwer zu sagen, weil ich mag beide eigentlich sehr gerne. Ich glaube, ich würde sogar schwängern eher. Krass. Kann ja schwängern weglaufen, weiß ich mal. Stimmt. Heißt, sagt ja keiner, dass ich mit ihm die ganze Zeit chillen muss. Nicht böse gemeint, Fufu. Ich glaube, Affix wäre ein geiler Dad so. Der würde die ganze Zeit Fortnite spielen. Ja, er ist Erzieher eigentlich. Ah, dann doch Fix. Dann, ey, weißt komm, du, dann musst du nichts machen. Ich schwänger Fix und lauf dann weg. Dann hat er das Kind. Ja. Wo kriegt einen Kuss. Super. Na, dann haben wir ja, es. Ich finde es schön, dass wir alle. Ich finde, wir waren absolut komplett moralisch. Wir sind alle moralisch. Drei tot, ne? Ach ja. Eigentlich dürfen wir gar nicht mehr reden, gar nichts machen. Okay, dann machen wir das Outro jetzt nonverbal. Hat man das verstanden? Ich ja, bestimmt, ne? Oder? Ja, okay, das war's. Okay, ciao, ciao. Tschüss.